Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Mittlerweile sind wir im 15. Part und sind bei diesem Fischmaul hineingegangen, aus welchem wir nun auch wieder hinausgehen. Und im letzten Part hatten wir ja einen neuen Gegner kennengelernt, diese Kanonenkrabben. Hier riecht's wie in einer Schnapsbrennerei mit einem Hauch Mundgeruch und Urin. Das ist der Duft des verkannten Genies. Also, verpiss dich! Mehr Leergut als eine irische Brauerei. Der Zimmermann schickt mich. Zunächst einmal, der Zimmermann ist ein karierter, kleinmütiger, knausriger Klotzkopf. Mag schon sein, aber ich bin wegen des Skripts hier. Ich wollte... Einen Scheiß willst du? Ich will einen Drink. Wen interessiert's? Ich will die Verantwortlichen für das Scheitern meiner Karriere in Ketten sehen. Keine Freude. Ich will wissen, was Liebe ist. Die Welt bleibt stumm. Gerade jetzt will ich meine Dosis Versteckspiel. Finde mich dreimal, Holdemalt. Beeil dich und wir können reden. Wie unhöflich, dass er mich bei meinem Gespräch unterbrochen hat, aber wir gucken doch mal oder hören besser gesagt, was das Kätzchen zu sagen hat. Er hat naturgemäß einen Vorteil beim Verstecken, aber sein Verhalten kann ihn verraten. So. Nebenbei nochmal gesagt, sie hat ein schönes Kleid an. Darum könnte ich Frauen immer wieder beneiden, dass sie sowas Schönes tragen können. Moment. Ah, hat der Schrumpfsinn doch nicht getäuscht? Oder hat es mich doch nicht getäuscht, dass hier irgendwas sein muss, wenn hier schon solche Zähnchen sind? Hätte mich auch schon gewundert. Hier haben wir nochmal den Hinweis. Und nun gucken wir doch einfach mal weiter. Ach so, übrigens. Hallöchen. Mal an alle. Und diese Kante hier, das ist, weil ich bei meiner Tastatur, bei diesem Tisch, da lehne ich das immer auf dieser Kante ab. Deswegen entsteht da auch dieser Abdruck. Nun müssen wir aber versuchen, uns über diese roten Quallen zu manövrieren, denn diese sorgen dafür, dass Alice, nun ja, keine Überlebenschance hat. Deswegen lassen wir uns hier mal in die Luft hinaufsteigen. Oh, da haben wir einen goldenen Zahn. Weshalb wir diesen auch... ja, einsammeln möchten. Also hier rüber. Nochmal mit dem Sprung gerettet. Schnell hier hindurch. Per Ausweichtaste noch ein Stück nach vorn befördert. Und schon ist das Ganze auch kein Problem. Ich pflege da immer zu sagen, nullus problemus. Obwohl das natürlich totaler Quatsch ist und es diesen Spruch so nicht gibt. Aber ich finde es toll, einfach mal ein Us an gewisse Wörter dran zu hängen. Jetzt muss ich nur versuchen, hier irgendwie vorbeizukommen. Und habt ihr diese schönen Blubberbläschen gesehen? Sehr, sehr schön animiert, finde ich auf jeden Fall. Ich denke mal, wir können in beide Richtungen mal gucken. Also hier rüber. Und wie ihr das mit der Kamera findet, das wünsche ich mir auch, dass ihr das mal sagt. Und hier versteckt sich ein Körbchen. Ach so, das ist diese Korrelation aus Finden der Schnauze... dann zupfeffern der Schnauze, um dann einen Korb voller Goldzähnchen oder so bekommen zu dürfen. Nun gut, wir müssen aber erstmal, das versteht sich ja von selbst, das Ding finden. Können wir diese Flaschen zerstören? Oh, kling, aber ja, eigentlich ist das ziemlich gefährlich, wenn Alice zudem noch barfuß hier rumläuft. Naja, was soll's? Oh, hallo Schnäuzchen, da habe ich dich ja doch schon gefunden, das ging ja schneller als gedacht. Und zugepfeffert mal wieder. Wo kommt das Körbchen? Ach, da vorne leuchtet. Das ist ja ein Kinderspielchen. Gucken, haben wir hier vielleicht noch etwas, was wir entdecken können? Nein? Dann zerstören wir das mal. Und wie schnell, also wirklich, wie schnell sie damit angreift jetzt. Das ist schon unglaublich. Da ich ja auch in World of Warcraft einen Schurken spiele, oder besser gesagt eine Schurkin, mit schön dunkler Hautfarbe nebenbei. Kommt mir das sehr gelegen mit den schnellen Angriffen. Das war mal so ein kleiner Exkurs zu anderen Spielchen. Sollte jetzt aber nicht weiter schlimm sein. Ich schätze mal, mit diesem lockeren Sprung sollte ich das schaffen. Das ist auch locker machbar. Jetzt ist nur die Sache, dass ich wieder heil dort drüben landen muss. So ungefähr. Na, das hat ja wunderbar geklappt. Das ging ja doch ohne Probleme. Also halten wir fest, wir haben jetzt eine Schnauze entdeckt. Mit Körbchen samt Goldzähnen. Und dazu noch andere Zähne. Oh, da drüben ist noch ein Zahn.
Den hätte ich eigentlich auch gern noch, denn wer das Zähnchen nicht ehrt, ist des Goldzahns auch nicht wert. Oder wie diese Weisheit auch immer heißt. Natürlich weiß ich, wie sie in echt heißt, also wie die Originalfassung des Sprichwortes lautet. Moment, das kriege ich schon irgendwie hin. Oder auch nicht. Na gut. Ich denke mal, dass die Zähne sowieso in meinem Besitz sind. Ach ja, da hast du mich gleich hier drüben abgesetzt. Ja, mal ein ganz netter Respawn-Punkt. Den nehmen wir so einfach hin. Was haben wir denn hier? Was nur keine... Ach so, nur eine Vorstellung. Totentanz mit den mit den berühmten Austern-Schwestern. Ah, okay. Wir benutzen aber erstmal den Schrumpfsinn, um uns voll zu heilen. Denn wir haben ja 2, 4, 8, 9 Röschen, die aus, ja, oder Rosen, die aus Viertelröschen bestehen. Ja, wenn ich schon aus Viertel sage, sollte klar sein, dass das 4 an der Zahl sind. Nun gut. Das haben wir jetzt also auch ermittelt. Dann wollen wir mal zum Totentanz. Was er uns auch immer hier erwartet, außer... Oh. Erstmal Flaschen, die darauf warten, kaputt gemacht zu werden, und etliche Pflanzen. Hier finden wir wahrscheinlich unseren Oktopus, der sich ja vor uns versteckt. Ist es jetzt sinnvoll, die schon aufzubrauchen? Ich weiß es nicht. Hier finden wir auch einen Hinweis darauf. Dann zerstören wir aber erstmal die Flaschen. Also nicht ich mich selber. Das könnte auch mal passieren, aber nein, bitte nicht jetzt. Und wenn, dann passiert das immer nur selber in Spielen, aber im realen Leben doch nicht. Also erkunden wir mal weiter, was wir denn hier Schönes finden. Wir wollen ja nichts außen vor lassen. Auch wenn ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon etliche Dinge übersehen habe. Aber sei es drum. Ich habe ja jetzt nicht den Anspruch, wirklich alles zu 100% zu finden. Ach so. Okay, dann müssen wir ihm noch folgen, aber erstmal hier die Kisten zerstören, und ja, die kann man wirklich zerstören. Ah, hier haben wir noch eine Sache für den Schrumpfsinn. Zunächst einmal seien die Zähne eingesammelt, in denen die Pflanze, naja, aufgebraucht wurde in ihrer Kapazität. Aber hier gibt es leider nichts weiter als die Unendlichkeit und eine skurrile Badewanne. Die Frage ist nur, ob ich darüber gehen kann. Ich denke mal nicht. Obwohl, ein Versuch wäre es wert, oder? Geronimo! Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Naja, egal. Wir wissen ja jetzt, wo wir trotzdem hin müssen. Und das haben wir jetzt eingesammelt. Das bleibt auch zum Glück gespeichert. Wenigstens etwas hier in diesem Spiel. So, ein kleiner Seitenhieb als, naja, Kritik. Und der Pfeil sagt uns, dass wir noch hier lang müssen. Also wir müssen ihn ja dreimal finden. Ich denke mal, dass hier die zweite Findung stattfindet. Na gut, gucken wir einfach mal. Das ist diese auf- und abwärts bewegende Plattform. Auch Fahrstuhlboss genannt, nur in weniger schlimm. Jetzt muss ich nur gucken... Ach, das hat sogar mit einem einfachen Sprung hingehauen. Naja, wenn es weiter nichts ist. Mhm. Eine Uhrwerkbombe, die wahrscheinlich eine, naja, bahnhofsähnliche, nein, irgend so einen Hinweis-Dingens da, naja, erscheinen lässt. Ja, das bleibt da schön oben. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Taste A ist es gewesen. Achso, da hinten ist das. Ach ja, ich müsste mich eigentlich beeilen. Wir probieren es aber mal. Ob es denn von hier aus auch geht? Na, mit Sicherheit, oder? Achso, mit Sicherheit geht das natürlich nicht. Und jetzt verschwindet das Ding wahrscheinlich wieder. Naja, egal. Das Steckenpferd packen wir mal auch ein. Das brauchen wir gerade nicht. Ja, ja, das wissen wir mittlerweile. Ich muss also hier rüber. Yay, hier rüber. Und jetzt kann ich mal das... Also hier, diesen... Pfeffermühlen, Maschinengewehr, ähnlichen... Nein, dieses
diese Pfeffermühle ganz einfach mal auspacken. Und damit habe ich ja das wieder umgelegt, sodass ich jetzt mal gucken kann, ob es hier vielleicht noch weitergeht. Aber dem scheint nicht so zu sein. Manche werden jetzt sicherlich fragen, warum. Das wird mit Sicherheit nicht so sein. Naja, man kann manche Dinge einfach nicht zu 100% ausschließen. Vor allem, wenn man gerade solche Spiele spielt. Und wer Tomb Raider spielt, wie ich es ja auch gerade tue mit Tomb Raider 3, der weiß, dass es manche Dinge gibt, die grenzen schon an der Unmöglichkeit. Also, kurz gesagt, sie sind sehr grenzdebil. Aber naja, gut. Das soll ja nicht euer Problem sein. Viel wichtiger ist es, dass ich jetzt hier irgendwie weiterkomme. Da haben wir noch eine Plattform, die nach oben und unten fährt. Komm mal runter. Schnell rauf. Ah, das war mehr Glück als Verstand. Glärstand oder sowas. Oder Fück. Obwohl es klingt eher, oder es ähnelt eher einem anderen Wort, aber sei es drum. Wir fliegen auf jeden Fall wieder hier rüber. Und gucken mal, ach, hier wird er sich noch versteckt haben irgendwo. Ja, mit Sicherheit. Das zeigt schräg in die Richtung, aber wir müssen, denke ich mal, da rüber. Und hüpf. Nochmal hüpf. Und dann kommen wir auch sicherlich, oder mit Sicherheit hier drüben an. Packen wieder das Steckenpferd aus, um die Glasflaschen zu zerstören. Ach ja. Mit Sicherheit wird die Krake im Schlüsselloch sein. Wir müssen also erstmal das Schlüsselloch finden. Ich möchte aber trotzdem die Flaschen zerstören. Also, ich habe diesen Hang im Spielen einfach alles dem Erdboden gleich zu machen. Es könnte ja nämlich sein, dass sich irgendwo noch etwas verbirgt. Auch wenn ich mit Sicherheit nicht alles finden werde. Den Anspruch habe ich ja auch gar nicht. Ich möchte möglichst viel finden, wo ich auch selber drauf komme. Manchmal ist es auch meine Tollpatschigkeit, dass ich irgendwas übersehe. Aber, wie gesagt, einen Großteil möchte ich schon gerne entdecken, um möglichst viel vom Spiel auch zu erleben. Also hier haben wir erstmal nichts gefunden. Wir müssen also ein Schlüsselloch aufspüren. Achso, der Zeigefinger zeigt ja in diese Direction, also Richtung besser gesagt. Gab mir die Instruktion, dort lang gehen zu dürfen, zu müssen. Oh, da oben ist noch was Schönes. Na, das wird ja jetzt ein Spaß hier. Na, ob ich das jetzt hinbekomme? Seid auch mitgespannt, fiebert mit, schließt Wetten ab. Okay. Der gewettet, oder derjenige, der gewettet hat, dass ich es nicht beim ersten Anlauf schaffe, der hat jetzt, naja, zumindest in Gedanken was gewonnen. Wieder ein Schrumpfsinn und rüber. Das kommt davon, wenn man etwas zu hektisch ist. Also nochmal, dasselbe in aller Ruhe. Gucken, wann kommt das hier zu mir? Okay. Das müsste auch hinhauen. Also dürfen wir jetzt die Flasche hier an uns nehmen. Aller guten Dinge sind drei. Drei Anläufe, das geht noch in Ordnung. Und jetzt können wir aber rüber. So sieht es gut aus. Sehr schön. Und dann gucken wir mal durchs Schlüsselloch. Aber okay, nach oben hin ist ja frei. Ansonsten hätte ich mich nämlich gefragt, wie denn der Oktopus durch dieses Schlüsselloch gepasst hätte. Nochmal schaffst du es nicht. Jetzt hast du mich, aber nochmal schaffst du es nicht. Mensch, ich sag doch, lyrisch gibt es hier einiges, also ist hier einiges geboten, neben ein paar Goldszenen, ein paar aber großgeschrieben in diesem Zusammenhang. Irgendwo brauchen wir eine Uhrwerkbombe, aber die müssen wir wahrscheinlich in dieser Richtung irgendwo hinlegen. Ich sehe gerade, wie sich in der Brille manchmal das Bild des Spiels spiegelt oder des Monitors, vor allem wenn es hell wird. Aber das ist ja nun auch nicht weiter schlimm. Rüber hier. Bei dieser Stelle finde ich witzig, oder bei diesen roten Quallen ähnlichen Viechern finde ich sehr witzig, dass Cupcake-Katze es sich auch nicht hat nehmen lassen, auszuprobieren, ob man denn da drauf landen kann. Achso, dieses Bahnhofsuhr-ähnliche Ding. Signal, wie auch immer. Das müssen wir wahrscheinlich wieder mit der Uhrwerkbombe nach oben holen. Also,
schnell rüber. Na, hier kann ich ganz einfach geradeaus rüberlaufen. Da passiert mir jetzt hoffentlich nichts. Taste T drücken und mit graziler Präzision einfach mal da drauf schießen. Um wieder zurückzulaufen. Naja, das Schema kennen wir ja bereits. Naja, sie verwenden viel wieder. Aber ich finde das persönlich jetzt noch nicht schlimm, weil es machbar ist. Es ist ja nicht so, dass es bisweilen unfair ist. Wenn es wirklich auch unfair wäre, dann wäre das eine ganz andere Sache. Aber man baut hier halt auf einem bekannten Schema auf. Und das wird erstmal gefestigt. Ist psychologisch gesehen ja auch keine verkehrte Sache. Sodass ich mit Zerschlagen der Flasche einen Speicherpunkt aktiviert habe. Okay. Aber hier können wir erstmal eine Erinnerung wieder erlangen. Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugesteht. Da ist irgendwo auch was Wahres dran, ja? Vor allem die Erinnerung. Man verfälscht doch sehr viel durch die Erinnerung, das stimmt. Oh, was geht denn jetzt ab? Ach, dieser Kandidat mal wieder. Ich dachte eigentlich, du wolltest ihn anvisieren. Wo ist er denn? Anvisieren bitte. So, schnell vor. Und jetzt schnell mit... Ach, doch nicht mit einem Hau drauf. Ich wollte doch die andere Waffe haben. Ach, verdammt. Na, habe ich dich wieder getroffen. Und jetzt komm mit der Klinge. Da kannst du wenigstens schön schnell zuschlagen. Wir wechseln wieder zur Pfeffermühle. Ah, jetzt ist er wieder schwerer zu treffen wahrscheinlich. Habe ich treffen gesagt? Naja, egal. Das kann ja auch mal passieren. Und schnell wieder vor zu dir. Ach, das war's schon. Naja, eine Herausforderung war dieser Gegner nun auch nicht. Auch wenn ich mir schon wieder den Namen dessen nicht gemerkt habe. Aber gut, gibt Schlimmeres. Ich muss nur wissen, was sie machen und wie man sie besiegt. Von daher... Ah ja, erschweren die das Rätsel jetzt dadurch, dass ich auf zwei Plattformen eine Uhrwerkbombe ablegen muss, oder wie? Das wäre ja zumindest ein aufbauender Schwierigkeitsgrad. Also, dass die Mechaniken aufeinander aufbauen, um dann gewisse Zugänge schwieriger zu gestalten. Hätte auf jeden Fall was für sich. Nun gut, Goldzahn ist eingesammelt. Hier wird diese bahnhofsähnliche Uhr erscheinen. Oder dieses Signal, besser gesagt. Es ist ja keine Uhr, eigentlich. Naja, gibt Schlimmeres. Oder was muss ich denn hier machen? Achso, da erscheint das. Mhm. Dann gucken wir mal hier rüber und versuchen zu ermitteln, was hier denn erscheint. Nochmal dasselbe. Die Frage ist nur, wo denn das beschossen werden kann. Mhm. Also, Uhrwerkbombe drauf. Rüber. Noch einmal rüber. Ach ja. Dann schnell Taste T. Und bitte in diese Richtung zielen. Ganz schnell. Ach, das kann was werden. Ja. Na super. So schwer war es ja gar nicht. Ach so, ich könnte jetzt wahrscheinlich nur die Richtung wählen, in welcher ich das haben wollte. Und da muss es irgendwo weitergehen. Oder komme ich da wieder zurück? Der Schrumpfsinn hat hier auch nichts zu entdecken vermocht. Na gut, also geht's mal wieder nach oben. Um jetzt hier auf diese Plattform rüberschweben zu dürfen, oder? Moment. Da komme ich da gar nicht rüber. Oder doch? Na, eigentlich ja nicht. Muss ich wahrscheinlich doch wieder... Also muss ich doch versuchen, zu diesem... zu diesem Auftrieb zu kommen? Wir probieren es einfach mal, weil es ja nicht mehr als schief gehen kann. Ach so, Moment. Ich habe da noch eine andere Theorie. Das ist wahrscheinlich noch eine... Ach ja, natürlich, ich brauche beide. Ja, doch, die haben das schon zumindest ein bisschen komplexer gemacht. Was per se ja nicht schlecht ist. Und deswegen, ja genau, hier ist nämlich auch noch was. Also, mal schnell da... darauf geschossen. Lass dich schnell abkühlen. Danke. Und jetzt hier die Stunde vervollständigen. Ach, okay.
Also, es ist schon von einer Fehlertoleranz her geringer, sodass ich jetzt hier nochmal was drauflegen werde, sodass die Uhr hier wieder nach oben kommen kann. Ich hätte gerne einen Perspektivwechsel wieder. Danke. Und hoch mit dir. Dann wieder Taste T. Und jetzt aber komm, die Stunde voll machen und dann sollte es schaffbar sein. Sehr schön. Und jetzt ergibt das Ganze nämlich auch einen Sinn. Ergibt das Ganze auch einen Sinn, besser gesagt. Also hier rüber. Dann nochmal hier lang. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir einen Goldzahn. Ach ja. Und weil alle guten Dinge drei sind, machen wir das Ganze nochmal. Jetzt muss ich aber wahrscheinlich darüber zurück. Ah, falsche Taste. Das wird ja jetzt... Also wie gesagt, jetzt wird es langsam doch anspruchsvoller, aber das ist ja auch nicht schlimm. Taste T. Und jetzt machen wir die Stunde wieder voll. Na, das wird nichts. Da war ich wohl einen Tick zu langsam. Naja gut, was soll's. Also nochmal rüber. Nochmal. Naja, kann ja nicht alles gleich beim ersten Mal klappen. Ich täte nur gerne was sehen. Okay, das war jetzt ein bisschen ungeschickt von mir. Aber sei es drum, dann machen wir das eben nochmal. Einfach hier was draufgelegt. Okay, mir stockte gerade der Atem, aber es geht. Das ist ja schon mal was ganz Gutes. Jetzt hier nochmal draufgeschossen und jetzt sollte es aber klappen. Komm. Na, sehr schön. Was lange währt, wird endlich gut, sagt man ja immer. Und jetzt sollte ich auch darüber kommen. Hoffe ich zumindest. Also den Weg, den haben wir jetzt schon ein paar Mal bestritten. Rüber und nochmal hochgesprungen. Ach so. Nein, ich muss irgendwie auf die andere Seite. Moment. Das haben wir gleich. Also muss ich doch nicht mehr hierhin. Und ich sollte mich zügen, das Wort also zu so inflationär zu verwenden. Und ja, nebenbei, wie ich ja schon gesagt habe, die Kleidung finde ich immer sehr nett. Die sie hier anhat. Jetzt muss ich ja irgendwie... Moment. Ach, natürlich. Ich muss hier drauf. Das ist ja der Kabbels. So bezeichne ich ja diese lustigen Pilze immer. Ist ja erschienen, dass ich hier jetzt weiter kann. Ich finde nur diesen Rauch lustig. Obwohl, das ist wahrscheinlich dieser komische, naja, Geruch, welcher ja am Anfang erwähnt wurde. Und das ist schon ganz schön fies hier. Also diese Kiste ist relativ gut getarnt, aber da war ja leider eh nichts drin. Naja, gibt's Schlimmeres. Jetzt können... Also diese Plattform hier hat uns ja jetzt den Weg geebnet, um hier nach drüben zu gelangen. Wovon ich ja anfangs ausging, dass das vielleicht ja, ein Rückweg sein sollte. Ist es aber nicht. Und hier wird das dritte Versteck jetzt sein. Gehe ich zumindest davon aus. Na, das wird bestimmt die letzte Flasche sein oder irgendwas anderes. Gucken wir doch mal. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Oho. Aber das finde ich mal nett, Sportsfrau. Finde ich nett, dass sie das so weit emanzipiert haben. Also mit korrekter Wortwahl. Man sagt ja dann immer Sportsmann. Aber in diesem Fall ist das schon sehr korrekt, muss ich sagen. Also das Spiel hat auf jeden Fall... Was die Rhetorik und Grammatik anbetrifft, einen sehr großen Pluspunkt bei mir. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als tot. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdivers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Oh, hört ihr die Musik im Hintergrund? Ich hoffe bloß, dass es da keine
Copyright-Strikes gibt oder ähnliches. Was ich ja persönlich immer sehr schade finde, wenn dann irgendwelche Stücke ja, so geschützt sind und dadurch das Video gesperrt wird. Naja, wir werden sehen. Hier können wir auf jeden Fall nichts machen. Außer ein paar Goldzähne einsammeln. Und hier noch das Aufschlagen. Also es ist ja auch nicht schlimm, dass ich bei ihm zu Hause die Truhen zerstöre. Ah, er lauscht der wundervollen Musik und ist dadurch so in den Bann gezogen, dass er gar nicht mehr das mitbekommt. Und oh, das ist eine schöne alte mechanische Schreibmaschine. Auf relativ alten Schreibmaschinen, wo du auch gefühlte 3 Meter nach unten drücken musstest, habe ich auch, ehrlich gesagt, das Zehn-Finger-System gelernt. Also durchschreiten wir das nächste Fischmaul. Wir können also festhalten, dass hier auch ein Speicherpunkt ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Das ist das, was ich mir immer wieder stelle, also die Frage. Und das sieht doch mal nach einer tollen Aussicht aus, aber mit dieser tollen Aussicht werde ich mich auch für diesen Part verabschieden und hoffe, dass euch, genau ihr da vor der Kamera, also dass euch dieser Part gefallen hat. Und auf jeden Fall bedanke ich mich nochmals bei euch, genau ihr da, fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Alice Madness Returns. Und dann werden wir auch erfahren, was es mit diesem Bereich auf sich hat. Also ein bisschen hat man ja schon durch Mr. Octopus erfahren, aber wie es genau hier aussieht, das erfahrt ihr, wenn ihr hier wieder einschaltet. Also bis dahin, euer The Friend Scene.